Goddammit, starte! Starte Aufnahme! Ah! Warum startet meine Aufnahme gerade nicht? Die nimmt immer noch auf. Oder Merildis hat sich aufgehängt. Beides. Kacke. Merildis hat sich aufgehängt. Ich hab das schon nicht wissen, die Datei noch. Nein! Was denn? Du hast geschafft, die letzten 20 Minuten wegzulöschen. Shit. Ne? Die ersten paar Minuten sind jetzt weg von mir. Ja, sind 20 Minuten schon. Nein. Hallo Leute, ha, da bin ich. In unserer schon laufenden Aufnahmesession. Buddy in your channel, Genius. So. Mal schauen, wann alles wieder rein Ding sind. Fragen wir mal per Chat, ne? Was ist mit deinem Internet los? Lalalalala, das ist weg. Ja. Ich wollte gerade, sagen, weg. GG. Wenn er sich da gerade jetzt dann einen drauf, dran aufgeilen. Ich hätte hier noch einen weggemacht, einfach nur, dass sie ein bisschen weiter weg sind vom Hauptkörper des Schiffs. Noch ein Block? Nee. Ich finde die so okay. Ist ja dein Grinding-Schiff, dementsprechend ist es dein Bier. Krassos! Jetzt noch die 4 Conveyor, oder wie? Ja. Aber dafür brauchen wir Interior Plates. Ich find's gut, dass man einfach hier auf die Raffinerie zugreift und dann Interior Plates rausleacht. Achso, ich habe mal einen Link gesehen, wie dieses Pushy-Pulley-System von den Conveyors funktioniert, ne? Auf Facebook hast du es auch gesehen? Ja, ich hab's nicht angeklickt. Ich hab's angeklickt, aber ich hab mir das nicht durchgelesen. What the fuck? Ja, aber mein Internet ist ja komplett in Ordnung. Ich habe noch mal einen Ping, weißt du? Du timest auch nicht aus. Zuerst will ich einfach nicht. Ja. Scheint aber auch nur in dem TS jetzt hier so zu sein. In dem anderen scheint ich noch nicht ausgetimt zu sein. Oh. Wo ist das Handy? Da ist es. Ah, die Rückmeldung. Eigentlich lag das schon über 12 weg. Da ist er. Kann man es immer noch hören? Momentan nicht. Okay. Das ist Rückmeldung immer. Drecks Handy. Nächstes Mal muss ich wieder Flugmodus reinmachen, war ich eigentlich sonst immer drin. Wenn ich aufnehme. Ja, nee, doch nicht. Lol. Und Trophy. Hab ich dir erzählt, dass es unnötig ist, mal eine größere Jacke hier ranzukriegen? Was? Eine größere Jacke? Reaktor. Achso. Weil es nur ist, wenn du nach vorne fliegst. Und es liegt nur an den großen Thrustern. Oh, wenn ich nach vorne fliege, dann ist die Mega-Auslastung oder was? Ja, wenn du W drückst halt. Naja, muss ich doch. Und dann auch noch die Grinder. Ich brauche einen größeren Reaktor. Nein, das lohnt sich auch nicht. Du musst einfach nur die Reaktor. Die Schubdinger ändern. Du musst einfach nur die großen in irgendwie 4 kleine oder so umtauschen. Nein, wir können auch einfach den scheiß Reaktor umbauen. Nein, das wäre Uranverschwendung. Nein. Doch. Ey, wir haben ein Schiff, was dann aktiv rumfliegt. Roll nicht rum wegen Uranverschwendung. Doch, wir haben kein Mining-Schiff. Na dann bau endlich das eine scheiß Ding da fertig, Mann. Geht ja nicht, ich muss ja dir helfen. Na dann geh jetzt bauen! Freu mich die scheiß Ohren voll, ey. Das ist Kevin. Sei kein Kevin, Mann.
Roll da auch nicht die ganze Zeit rum, nur du stinkst, ey. Ja, oh. Lol. Roll ich auch nicht die ganze Zeit rum. Lieber weichen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Irgendwas Spannendes gelesen in letzter Zeit? Irgendwelche tollen Themen, worüber man sich unterhalten kann? Meine Mama hat mir neulich ein Buch vorbeigebracht. Das liegt auf meiner Couch. Buch? Weltall, Erde, Mensch. Und sie meinte so, das hat sie zu ihrer Jugendfeier bekommen. Und dann habe ich so durchgeblättert. Erster Druck, 1954. What the fuck? Wow, damals war Pluto noch ein Planet. Damals, wo dieses Buch geschrieben und gedruckt wurde, war noch kein Mensch auf dem Mond gewesen. Such science. Ich würde mich damals haben sie noch alle gedacht, der Mond ist aus Käse. Und irgendwo in dem Buch steht so, der Mond ist aus Käse. Was, er ist gleich aus Käse, mein Blau. Und du denkst so, dieses Buch ist voller Weisheiten. Dann liest es Tag und Nacht. Bis auswendig kannst. Und dann gehst du zu deiner Mutti und sagst, what the fuck? Das sagst du, GG, das geht. GG. Das Computer, ich brauche noch einen Computer. Weißt du jetzt, wo die da so übelst freshe Grinder reingebaut haben? Könnten hier eigentlich auch Large Chip Bohrer einfügen. Ich finde ja, die hätten die den Grinder für Smart Chips bauen sollen. Finde ja, du solltest dir das Leben nehmen. Nee, finde ich nicht. Na dann nicht. Wer nicht will, der muss auch nicht. Das hat dann blaues Auge im Gesicht, ne? Oh oh, die Sonne kommt raus und das ist auch noch so spät auf dem Abend. Ich hoffe, mein Gesicht schmilzt mir nicht weg. Zu spät. Ja. Ah, Schmelze! 100% realistische Schmelz-Gesichts-Sounds. Ein Business-Shipment ist gespawnt, Mr. Kevin. Was soll mir das sagen? Ich sterbe. Ich werde langsam alt hier, also ehrlich, ja. Weißt du, wenn ich alt wird? Du. Du, weil du stirbst. Gibt anscheinend eine Comedy-Sendung oder so ein Stand-Up-Comedian, der den Tod als Thema hat. Okay. Wie man den so übelst lustig macht, so Radieschen sehen doch gar nicht mal so schlecht aus von unten und juch, habe ich letztens gelesen in der Zeitung. In Nachbarort aktuell. Keine Ahnung, ob du die kennst. Nee. Weil jetzt musst du in Nachbarort durch. Was ist das für ein Scheiß? Was? Nein, das ist als Falkensee aktuell eigentlich, weißt du? Ach so, Nachbarort aktuell. In der Privatsphäre, damit die wissen, wo wir wohnen, weißt du? Warning. Make overload. Warning. Very small Chinese tube. Ach ja. Hast du eigentlich. Ah, siehst du, weißt du, wir hatten noch letztens uns über die Ukraine unterhalten. Aber ja. Ich habe wieder was gelesen die Woche. Die komische Übergangsregierung in Kiew oder wie das heißt. Die sind ja jetzt aktuell militärisch vorgegangen gegen die Rebellen in. Mhm. Der lustigen Stadt, die keine Lust mehr auf Ukraine hat, sondern mehr so Russland sein will. Ja. Und die haben komische Reporter festgenommen. Also, die Rebellen haben Reporter als Geiseln festgenommen. Das klingt so friedlich. Aber die haben sie mittlerweile auch wieder freigelassen. Das waren keine Reporter. Und die waren auch. Es waren keine Reporter. Das war von der UN. Das war von der UN. Ja, genau, Kriegsbeobachter von der UN. War noch Deutsch mit dabei. Ja, sind doch Reporter. Reporter sind was anderes. Ist mir egal, die sind alle ätzend, Junge. Ich würde die auch übelst gefangen nehmen und dann erstmal essen, Nicht essen, aber. Gefangen nehmen.
Ja, mehr über. Ja, keine Ahnung. Gut, ne? Achso, und die wollen jetzt mehr Sanktionen gegen Russland planen, ja, wobei ich nicht weiß, was es bringen soll, weißt du? Was bringen Sanktionen gegen Russland, wenn in der Ukraine die Scheiß brennt? Die Einzigen, die jetzt wirklich noch Ordnung reinbringen können, sind halt die Russen. Aber da werden Sanktionen auch nichts dran verbessern, weißt du? Die wollen, dass die Russen da Ärger reinbringen, ja. Ordnung reinbringen. Ärger will played, ne? Aber Russland dann so Sanktionen aufhelfen, so von wegen, wenn du das jetzt nicht machst, kriegst du diesen Lolli nicht. Weißt du? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du? Als ob das den Russen ist es scheißegal, was in der Ukraine vorgeht. Da muss man denen schon irgendwie was bieten, weißt du? Nicht so, oh ja, wir nehmen euch das und das weg und dafür müsst ihr das und das machen. Aktuell haben die ja jetzt schon, was heißt jetzt schon? Kontraproduktiv. Haben die ja, Gott, ich krieg meine Wörter nicht zusammen, während ich hier... haben die ja ihren Teil da. Die haben doch die Krim schon irgendwie. Ja, ich weiß. Mehr wollen die doch mehr gar nicht. Mehr wollen die doch gar nicht. Also das ist... Der Rest ist ja, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass sie die ganze Ukraine wollen. Das war ja mal in einer... Wie heißt die Scheiße? Diese richtig. Das war's mal... da war... Sowjetunion. Ja, genau. Da war Ukraine noch mal drin. Richtig. Da war auch mal Weißrussland drin. Und weiß ich nicht, was da noch alles drin war. Russland. Warschauer Pakt. Russland. Nein. Hier reden sie sehr komisch. Ostdeutschland war auch mal drinnen. Du meinst die DDR? Das ist der Warschauer Pakt. Ja. Beim guten alten Sozialismus, wo wir noch von Goldtellerchen aßen. Ich glaube, es war voll scheiße, in der DDR zu wohnen. Ich glaube auch. Besonders, wenn man mal schnell über den Gartenzaun klettern wollte. Ja, mein Vater hat ja mehrere Ausbruchsversuche gemacht. Ja? Ja. Und dann ist er noch lebt. Aktuell hat er 2008 oder 2006? Ich glaube Anfang 2006 hat er 1000 Euro Entschädigung von damals noch bekommen, weil halt sein Auto zerschossen wurde. Oh, bei einem wow. Grenzdurchbruch. Nur 1000 Euro? Mhm. Achso, er ist ja nicht gestorben. Bestimmt ja die Leute, die gestorben sind, haben übelst hohe Entschädigungen gekriegt. Wer gestorben ist, also jetzt hier nicht hier sitzen. Achso. 18 Jahre, sonst wärst du nicht so jung. Er ist 7. Ja. Nächsten Monat wirst du 8. Huch, ich hab's. Voll falsch gemacht. 8 wirst du dann. Das Spiel trollt mich. 8 Uhr wirst du dann. Das Spiel trollt mich. Bitte? Das Spiel trollt mich. Ich hab's noch nicht verstanden. Das Spiel trollt mich. So. Wo rollst du dich denn hin? Zum Warschau-Pakt. Kommunistenschweine! Ganze Station muss exterminiert werden. Feuer! Ich bin ja schon gespannt, okay. Wann sie, Fraktion einbauen? Genau, die Fraktion einbauen. Gar nicht. Ha 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 ha. Im Prinzip müssen weißt ja du, was mir gerade auffällt? Was denn? Krallen, da kann man einfärben. Mhm, das wusste ich. Haben wir nicht gesagt im Update-Video. Das ist Subscriber-Exclusive. Das haben wir jetzt nur für euch revealed, weißt du? Weil wir euch so lieben. Glaubt ihr gar nicht. Ja, war das kleiner 3 oder größer 3? Was? Na, wie sagt man das? Was? Wenn man dieses Herz sagen will, weißt du, dieses... komische Größe 1. Ich hab mich grad fast umgebracht. Nee. Kleiner als 3. Kleiner als 3, genau. So schreibt man das. Ich hab mich gerade fast umgebracht, wo ich Enter gedrückt habe. Ja, warum? Weil ich auf Backspace gekommen bin und dann auf Enter gedrückt habe, aber nichts passiert. Oh. Ich hatte eh nur Stahlplatten bei, glaube ich, oder? Was habe ich denn bei? Nee, ich habe noch um 6 Waffen. Eh nur Stahlplatten, ja. Stahlplatten sind mega wertvoll. Natürlich. Bla 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 bla.
Bau da dein scheiß Mining-Schiff jetzt endlich fertig. Mann! Siehst du? Nö. Okay. Bam, 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 bam. Super Mario, das ist schön. Ich finde es faszinierend, dass wir jetzt mittlerweile schon 100 Abos erreicht haben auf dem Channel. Hallo Kevin, bist du noch da? Nee. Okay. Du? Tschüss. Also ich habe jetzt für eine Stunde Aufnahme, ne? 36 Minuten. Ja. Ja, sie haben es gefixt. Startplatten bleiben jetzt auf dem Asteroiden liegen. Jetzt. Wir sind immer durchgefallen. Hä? Was denn? Sehe ich nicht. Ja, früher sind einer der ersten Aufnahmesessionen, wo Seele mit bei war, sind Stahlplatten durch den Asteroiden durchgefallen, nach unten. Und jetzt bleiben die auf den Asteroiden liegen. Oh. Das hier ist schon ein bisschen sexy, ne? Mhm. Kurz mal auf K. Haben wir noch irgendwo Radiokommunikationsteile rumzuliegen? Die sind alle. Alle disassembled. Eigentlich alle verbaut. Für die Antennen. Oh, wow. Was ist denn? Du Spast. La 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 la. Irgendwie gefällt mir das nicht. Du gefällst mir nicht. Sind jetzt Interior Plates hin? Oh. Ah. Das ist awkward. Was denn? Nö, also ist eigentlich nichts passiert, nö. Ja, alles gut, glaube ich, ja. Ja, alles besser. Okay, na dann. Echt nichts los, nö. Nö, alles gut. Oh, ich brauche Stahlplatten, um den großen Reaktor zu bauen. Ja, lol. Okay. Und das sind gerade wenig. 1000 Stück. Mhm. Fast unser gesamter Vorrat. Ich weiß die Hälfte davon. Du sagst, du hast, wenn du einen großen Reaktor baust, hast du vielleicht so ein Power Usage von 5%. Deswegen sage ich, das lohnt sich überhaupt nicht, finde ich. Ach. Und schon. Ist nicht nur eine Materialverschwendung. Halt die Klappe oder stirb! Wenn du da nochmal farmen gehst, ne? Ich hab die erste Zeit als Einzelne rumgemeint, ja, weil ich der Einzige war, der MEG genug war, einen scheiß Mining-Schiff zu bauen. Ja, als hätten wir nicht alle zusammen die bisschen Ressourcen, die wir hatten, in dieses Schiff gesteckt. Und dann, nachdem es fertig war, hast du 5 Sekunden gemeint und dann hast du gesagt, ja, ich baue jetzt ein neues. Ja, nein, also, ich warte, bis Seele seins hatte. Und du deinen hattest. Ich hab meins, gesagt, ja, ich dann baue ich jetzt ein effektiveres. Ich hab meins MLG in 5 Minuten gehabt. Du hast deins MLG gecrushed. Ich hab den Zerber-Ding gecrushed. Nein. Gib nicht immer die Schuld auf andere. Ja, du Spassi? Mach ich nicht, das ist die pure Wahrheit. Nee.
Ganz schön vergessen, ja? Nee, mag ich aber nicht. Schmeck ihm, motherfucker. Schmeck ihm.